Und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Finale der Himmelsschuppe am Start. Und vor mir liegt ein Toter. Das schaffen wir heute bestimmt nicht. Weil wenn wir diese ganzen Krempel zusammengekauft haben, dann braucht er garantiert wieder irgendwie 2 Stunden, bis er dann den Kram zusammengebaut hat. Und dann muss man damit wahrscheinlich noch Übungsflüge machen oder irgendwie so einen Käse. Ja. Was? Ich glaub, das nächste Minimum. Das nächste ist nämlich Übungsflüge und dafür braucht man erstmal einen Sattel. Na super. Ja, ergo. Und ich dachte, wir werden heute fertig. Ergo im nächsten Stream sind wir vielleicht ein Stückchen weiter. Ja, super. Klasse. Ich war ein bisschen Optimist, Mike. So, du sitzt auf dem Finger. Ja, ich warte hier, bis alle kommen. Ach da, hab sie. Ich hab noch nicht mit dir geredet. Ich schon. Ich warte da oben, weil ich nicht ständig angegriffen werden will. Der Jin hat schon genervt. Oh. So, was ist jetzt? Zu Himmels. 500 Handelsverträge braucht man dafür. Ja, die Handelsverträge sind ja nix. So, ich bin mal kurz aus dem Chat rausgegangen, damit ich hier ganz in Ruhe mit Gorik sprechen kann, der nämlich sagte: Hey! Na, sieh mal einer an! Da ist sie gleich munter geworden! So lebhaft habe ich sie schon eine Weile nicht mehr gesehen! Ich habe mich geirrt. Es ist nichts mit ihr. Sie hat euch nur vermisst. Und ziemlich, wie es scheint. No. Mehr Beweise brauche ich nicht. Beweise? Seit wir mit dem Küken arbeiten, hat sich herausgestellt, dass das Band zwischen euch nicht nur stark ist, es lässt sich ausbeuten. Ich meine, stellt euch einfach vor, man könnte es freundlicher ausdrücken. Natürlich kann man das. Sie wäre glücklicher an eurer Seite, das ist ganz klar, und eine Himmelsschuppe als Reittier wäre ein großer Vorteil im Feld. So eine Vereinbarung wäre in beidenseitigem Interesse. Was sagt ihr? Was meint ihr mit in beiderseitigem Interesse? Für euch, für die Himmelsschuppe und für mich. Ich untersuche gerade einige Anomalien, Risse in der Realität von unserem Kampf überall am Himmel Tyrias. Wenn ich euch erst einen Sattel angefertigt habe, könnt ihr euch doch an gemeinsamen Flügen gewöhnen, indem ihr zu besagten Rissen hinaus aufschwebt und mir die Daten beschafft, die ich brauche. Ein Sattel? Ihr müsst nur die Liste dieser Materialien abarbeiten und sie zu mir auf der Klippe nordöstlich der Festung von Nyahai bringen. Ich baue euch einen Sattel und wir sind im Geschäft. Ich werde euch bald ist gut. Ich muss weinen. Es gibt ein Finale 2, das ist schon mal bestätigt. So, da bin ich wieder. Ist ja ein Gold unterwegs. Ihr seid irgendwo hin, wo ich was brauche? Ja, genau. Warum bist du so laut? Ja. Marc, ist das Mikrofon? Ja, gleich direkt mal 20% leiser gemacht. Da muss ich eben noch lauter brüllen. Uhaha. Genau, die Nachbarn sollen auch was davon haben. Junge, Junge, 5 Gold, ja, das ist ja wirklich 4 jetzt. Meine Ohren. Wohin seid ihr? Was? Ich hab schon vor einiger Zeit was hingeschickt. Ihr habt den Sattel, ne? Ja, genau. Ich sehe nix. Wir sind im Elon-Fluss. Da sollst du hin. Ganz unten rechts. Genau. Oh ja. Aber schon mal gucken, wo wir als nächstes hin sollen. Ey, was ist Wegmarke voll im Kampf? Sonst ist es immer umkämpft hier. Ja, die nächsten sind einfach. Die sind tatsächlich. Istan. Domäne Istan bei den Docks und so weiter und so fort. Also die sind tatsächlich. Die habe ich alle schon aufgesucht, aber noch nichts gekauft, weil ich nicht vorarbeiten wollte. Bisschen langsam. Aber trotzdem schon mal alles angeguckt. Alter! Ja, okay. Ich muss das nochmal sehen. Gerade eben hat das Herz voll gespackt, da schon wieder. Ich wollte vermeiden, dass ich dann, keine Ahnung, durch Zufall die Tante, die wir gerade suchen, auch noch finde und dass ich dann schon weiter bin. Also ich habe auf der
Wiki-Seite gesehen, was für ein, was für eine Gangfolge die hat, und die hättest du nicht einfach so versehentlich gefunden. Weil die ist jede Woche woanders und ja, alle so Stellen, die so mega abseits sind, ne? Das weiß ich auch, dass sie jede Woche woanders ist. Und ich hatte auch mal geguckt, ob das, was da angezeigt worden ist, ob ich das gefunden hätte. Aber da, wo sie laut dem Wiki eigentlich hätte sein sollen, war sie nicht. Die hätte also ich hätte die auch fast nicht gesehen, weil ich nicht nachgeguckt habe. Also manchmal muss man richtig lesen und gucken. Also und die ist irgendwie, glaube ich, freitags immer woanders. Das heißt, vielleicht hast du dann geguckt, als das Wiki veraltet war, weil es nicht immer so rechtzeitig geupdatet wird. Das kann sein. Also da sollte sie, glaube ich, in der in diesem Virgin-Palast in der Domäne Wabi sein, in dem auf dem unteren Stockwerk unter dem eigentlichen Palast oder irgendwie sowas. Aber ja. Ich hätte gedacht, hier drin könnte etwas Aufregendes geben, aber ich lag da falsch. Hätte ich Rifflinwürmer studieren wollen, wäre ich nach südlich gegangen. Und wäre auch noch braun geworden dabei. Ich hoffe, das meinst du als Ironie, weil sie ja schon braun ist. Okay, da kaufe ich jetzt Sandpapier, ne? Ja. Mal gucken, ist noch irgendwas, was ich brauche? Ne. Sehr gut. Ja, das ist das Erste. So, und dann an den Docks in der Domäne Eastham. Jo. Und die restlichen Sachen sind vom Prinzip her, ja, alles diese... Bitte posten eine Wegmarke. Danke. Geht da sogar. Ah, nein, ich habe nicht genug Magie. Was doch irgendwas war da. Du brauchst auch keine Magie, um zur Wegmarke zu porten. Nein, aber um das zu kaufen. Tja, also ich kann heute nicht kaufen. Scheiße. Was musst du denn da nochmal kaufen? Das Segeltuch. Okay. Ich habe 25.000, kann man was davon abgeben? Also ich habe auch 10.000. Was eine Mini-Junge. Oh, 125 gebrandmarkte Kristallierterz. Ne, das kaufe ich am besten lieber nicht. Was brauchen wir denn da? Ah, jetzt wird das Erz also eingesetzt, okay. Ja, genau. Segeltuch. Oh. Da muss ich ja doch wieder Magie farmen, ey. Wie viel braucht man? 1600? Ich könnte du kannst auch, wenn du diese Währung mehr davon hast, kannst du die überschüssige Währung auch zerlegen und kriegst deine Energie raus. Ja, das habe ich ja schon gemacht, also ich habe nur 250 von allem. Ja, man kann diese flüchtige Magie leider auch nicht versenden, habe ich gerade mal geprüft. Ach, du hattest das noch gar nicht, ne, Marc? Gelevelt, ne? Was habe ich nicht gelevelt? Diese Magie sammeln, hattest du nicht mal gesagt, du wirst immer noch einen Ork zurückgestoßen? Ja, genau, aber inzwischen habe ich es gelevelt. Wir haben ja genug Kram gehabt. Weil sonst wäre es ja jetzt auch blöd, wenn man das nicht hätte. Ja, aber auch ohne, dass wir das oder dass ich das sammeln konnte, gab es überall Magie, was ich irgendwo für bekommen habe. Und ich glaube, selbst da hatte ich schon irgendwie 5000 oder sowas zusammen. Ja, es gibt auch auf anderen Weg, das stimmt schon. So, und dann bei den sandgepeitschten Inseln in Atrolma. Wahrscheinlich jetzt immer diese Magie-Händler, oder? Ja, genau. Das sind immer jetzt diese Händler für flüchtige Magie. Auf allen Karten, auf denen wir diese Kristalle oder mit Materialien gesammelt haben, die sind jeweils 250 Stück. Okay, und dann wahrscheinlich jetzt immer das Material, wo 5 Gold und dann diese 250 plus irgendwas. Und flüchtige Magie, genau. So, hier sollen wir das Olmakan-Leder kaufen. Auch wieder 250. Jo. Ja, für Mario zur Info dachte ich gerade. Also bisher brauchst du 500. Dann brauchst du 1600 oder nicht?
Ja, aber vielleicht brauchst du ja noch nicht alles für jetzt, für diese Stufe. Deswegen. Das würde mich wundern, wenn nicht. Brauchst du bestimmt. Lager der Verbündeten. Wo war das, ne? Da. Schade, um die ganze Währung. Kann man das nicht so machen wie bei dem Leckerli? Ja, oh. Oder so wie. Wie lange Zeit hatten wir das zu sammeln? Genug. Seid gegrüßt, mächtige Heldin! Ich weiß bloß gerade nicht, wo dieser blöde Händler hier ist. Sagt jetzt nicht, dass man euch zu Hilfe geschickt hat. Veränderung liegt in der Luft, Kommandeur. Riecht ihr sie auch? Das ist eine gute Frage, wo der hier der ist. Der war in dem Dorf. An seiner Brücke steht der. Euch zu Hilfe geschickt hat. An der Brücke. Okay. Nö. Ich meine, wir ziemlich mittig auf der Karte. Doch, hab ihn gefunden. Nee, ziemlich mittig auf der Karte wäre dort, wo die 80 steht. Das ist bei den Dabici-Senken. Das war dann nördlich. Okay. Auch wieder 250. Also, das ist echt praktisch mit dem Folianten, landet man immer direkt in der Nähe von dem. Also bis ja bei 750, wenn das so weitergeht, sind wir bei 1500 und nicht bei 1600. Ja, hi, Klippen. Ja, Tendidorf. Direkt zentrale Wegmarke. Ja, von ja, hi, Klippen ist es unten rechts. Die sind ja bei dem Lilanen zu Ende ungefähr. Hier ist er. Schmiede in den Donnerkopfinseln. So, der ist wahrscheinlich oben, aber da gibt es keine Wegmarke für, da muss man ja wahrscheinlich wieder davor oder sowas. Nee. Ach doch, da gibt es eine Wegmarke zum Schmied. Okay. Wollte ich gerade sagen. Normalerweise. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass man draußen vor diesem Bergwerk zu dieser Wegmarke muss und dann einmal ganz durch oder so. Aber machen wir jetzt nur wir beide die den Drachen hier oder die Quest? Mario kann ja gerade nicht und ich glaube, Grauen haben wir abgehängt. Wobei? Beim Kaufen von dem Krempel hier. Achso, ja, ich bin jetzt gerade, ich freue mich gerade auf die Drachenkopfgipfel. Ich habe ja mal ein bisschen länger Ladeschirm als hier. Und dann den Drachensturz bei der Händlerin. Hülle 4. Ne, Hülle 3. Was sollten wir da kaufen? Nebel infundiert ist irgendwas? Weil die hat ja so viel. Die hat so viel. Wie wo war denn hier bei Donnerkopf noch bei der Hand, falls ihr den gerade gar nicht? Oben bei der Schmiede oben links. Eine Schmiede links. Ach da. Ja, okay, danke. So. Himmelsschuppensattel abgeschlossen.
Ich würde sagen, hier warten wir erstmal auf die anderen. Himmelsschuppenritt abgeschlossen. Nein, nicht ganz. Mario? Hättest du das Zeug, hättest du das Zeug gesammelt und ab und zu, ich sag ab und zu nur eine Daily gemacht, hättest du genug Magie? Nein. Ich hätte auch die Magie eingesetzt. Das Ach, du hast sie eingesetzt? Wie hast du die eingesetzt? Um die Sachen zu kriegen. Oh nein, du hast die Sachen gekauft. Ja. Und gesammelt. Ja, das war der Fehler. Und ich hatte halt nicht mehr gewusst, dass ich das brauche. Ärgerlich. Fail. Der nächste Erfolg wäre der letzte. Wie geil. Wie viel fehlt dir denn an Magie noch, Mario? Ich hatte gerade nicht genug, um eins zu kaufen. Ja, eins hast du doch von der Wandernden, oder nicht? Ja, also wo du das auch brauchst. Achso. Ja, okay, dann fehlen dir 1500. Kann man sich die mal eben zusammenfarmen, geht das? Also ich bin jetzt bei 379. Probier dir das mal zusammenzufarmen, wir versuchen mal weiterzumachen. So kurzer Zeit? Voll krass. Ich hab die zwei Stellen, wo ich immer Magie gesammelt habe, abgegrast und habe die Quest gemacht, wo man Nebulonium bekommt. Das ist flüchtige Magie. Ich habe 90 bekommen und dann habe ich jetzt die Stelle hier, wie heißt denn das überhaupt, wo ich bin? Bin ich beim falschen Händler? Ich sehe das hier gar nicht. Aua. Wenn du bei dem Drachensturz bist, dann ist das das dritte Paket, da sag ich mal, das dritte Bündel. Oder bei welchem Händler bist du jetzt? Ich bin in Drachensturz, aber ich bin... Ach da, nee. Ja. Die hat ja vier Säcke da. Und ach, dieses nebelinfundierte Sappelöl, ne? Ja, genau. Ah, ich hab's gar nicht gesehen, was das war. Mario? Ich schick dir mal einen Link, wie du an flüchtige Magiefarmen kommst. Sache ist mir einfach, ich habe keine Zeit, ich muss farmen. Also, ich glaube, dass auch ein ziemlich guter Punkt ist, in diesem Drachenkopf-Dingsbums, oder wie heißt das Teil da? Soll ich dir das einfach mal vorlesen? Donnerkopf geht's, ey. Unten beim Wasser, da sind ganz viele, da kannst du durchgleiten mit dem Rochen. Die Dinger sind aber auch gekappt. Ist das. Mario, nimm den Magiefund-Boost rein, bitte. Dafür, wenn du durch diese Kreise fließt. Das müsste Magiefund sein, glaube ich. Also wenn, sammle ich Sachen, also behalte ich den Sammelbonus. Oder so. Du kannst Kalkatit... jetzt muss ich mal selbst kurz gucken. Wie war denn das? Selbst so ein großer gibt nur 4. Wenn ich so ein Difluorid-Teil zerstöre... Gucken, kriege ich da überhaupt rein? Da müssten irgendwie 20 oder sowas rauskommen. Ich meine mich auch, ja. Ja, gib mir mal einen davon. Ja, 22 habe ich gerade bekommen, also es lohnt sich sehr viel mehr, die zu farmen hier. Prinzip her müsste das doch die Kalkatit am meisten bringen, oder? Weil man die relativ schnell kriegt, da war ja 25... Ja. Warte. Ich habe hier nämlich gerade einen Test gemacht und das hat funktioniert. Ich lese mal was vor, Zitat. Gorik hat seine Brandsturmunterbrecher an alle Lager geschickt. Hört doch auf zu sappeln. Ich tu doch gar nichts. Nen gegen Spieler hier. Weg damit. So ein NPC hat gerade rumgefasert und mir dazwischen gesappelt die ganze Zeit. Während es sich bei der entfesselten Magie gelohnt hat, Winterbeeren zu farmen, um diese dann zu verzehren, sieht es bei Kalkatit etwas anders aus. Zwar kommt man recht schnell in große Mengen von dem Erz, jedoch lässt sich nur im Durchschnitt 4 flüchtige Magie umwandeln. Trotzdem ist das Umwandeln von Kalkatit eine gute Methode zum Verdienen von Magie. Nach dem Abschluss der 3-Herzchen-Quest könnt ihr für 2633 Karma ein Bündel Kalkatit-Erz
in Klammern 25 kaufen, diese dann bei Verzehr im Durchschnitt also 100 flüchtige Magie. Da die Hetzing schnell erledigt sind, kann man mit den Twinks gut, auch mit den Twinks gut nutzen, um sich flüchtige Magie zu erfarmen. PvP und ja, es ist komplett unterschiedlich, was du aus den Währungen rauskriegst. Ne? Einige geben viel, andere wenig. Ja, einige dann ja auch WVW und PvP. Dailies aus dem Living World 4. Und nichts anderes. So bin ich in der LW3 übrigens auch relativ schnell auch auf 25.000 Entfesselte gekommen. Meteor Farming, was ist denn das? Ich hab's gerade mal ausprobiert, wenn man durch diese Bobble dadurch hüpft, fliegt, wie auch immer, bekommt man ja pro Teil nur eins, außer man hat so ein großes, aber die habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich gebe 4. Mario, Zitat, Mike. Ihr bekommt für den Abschluss des Meta-Events in der großen Halle in der Mondsichel, das ist Amygdala oder wie auch immer die heißt, und in Palavadan die meisten flüchtige Magie. Das Palavadan-Event startet immer zu gerader Stunde um 45. Also XX45. Orientiert sich am Tag-Nacht-Wechsel im Spiel. Und belohnt euch mit knapp 1500 plus flüchtiger Magie. Diese bekommt ihr durch die Events, aber auch durch Truhen im Gebiet. Jede Truhe enthält dabei zwischen 1500 flüchtige Magie von dem einen Event? Dabei zwischen 25 und 50 flüchtige Magie pro Truhe. Das Event in der großen Halle belohnt euch mit knapp 600 flüchtiger Magie, erscheint dafür aber deutlich häufiger als das Event in Palavadan. Auch hier solltet ihr den Fokus wieder auf die Truhen legen. Die Truhen bringen dir da das ewige Glück. Also ist das ja relativ, tatsächlich relativ schnell zu machen mit den 1500 flüchtiger Magie. Magiefund? Haha, Ball. Ich habe hier kein Emoji gerade. Jetzt müsste ich ein anderes Chatfenster öffnen hier. Ja, Magiefund ist lustig. Also Mario, Domäne Eastern wäre dein Weg zum Ruhm. 45 geht das immer los. Hm? Schade. Ne, kannst ja hin. Da ist es ja noch. Du kannst hin. Wenn das läuft, dann läuft. Dann auf jeden Fall hin. Okay, was läuft denn schon über 10 Minuten? Ja, hin. Hin gucken. Gibt keine Ausreden. Palavadan läuft übrigens nicht. Ich bin jetzt schon bei 687 allein durch die Fluorid. Palavadan läuft nicht. Ich wiederhole, Palavadan läuft gerade nicht. Okay, dann komme ich da ja nicht hin. Das kommt um 21.54 Uhr. Weil dort ist nämlich gerade Tag. Und hier auch. Du musst quasi warten, bis es Nacht ist, dann startet das. Du kannst aber trotzdem gucken, wenn Amygdala an ist, das Event in der Mitte, dann kannst du da dahin und ja. Da gibt's auch hier massig Truhen. Warum hast du schon einen Weg in den blöden Berg gefunden? Nö, ich kämpfe mich hier gerade durch. Die Kriegsklaue habe ich ja. Habe ich kürzlich freigeschaltet und WVW danach nicht mehr betreten. Aber komm, mit dem Switchen super zurecht. Also ich habe mich bisher noch nicht einmal verklickt hier. Hattest du nicht eine Marke dahin gemacht, wo das sein soll? Oder war da nicht gerade eine blaue Marke an dem Ding? Ich? So, du weißt nicht, wo das ist, oder? Das ist, wie kann ich denn permanente Marken machen? Also mir wird auf der Karte so ein... Da ist das. Grauen, wo bist du denn? Da ist das nicht. Doch. Du hast das gerade in den Ruinen von Orr platziert, und zwar dort, wo noch nie eine Karte existiert hat. Hä? Da. Da steht Sammlung Himmelschuppenritt. Hä, hey, das ist bei mir nichts. Genau, steht bei mir da auch.
Grauen, wo sollst du hin? Sag mal den Text bitte. Ich kann da eine Marke hinmachen. Ja, vielleicht nützt das nichts. Wenn du eine Marke hinmachst, kann das sein, dass ich die nicht sehe, weil wir nicht auf derselben Karte sind. Also da ähnlich, wo Keim jetzt gerade rumrennt in der Nähe. Ich kann ihn nicht sehen. Lies einfach. Jesus. Dann kann ich dir auch nicht helfen, tut mir leid. Da, wo ich gerade auch schon irgendwie 10 Mark draufgesetzt habe. Wo seid ihr denn? Seid ihr denn ja. Sag doch einfach, wo ihr seid. Ja, Haiklippen oder? Ja, genau. Gut. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich wollte nur wissen, was ihr gerade sucht. Steht doch auch in der Quest. Genau. Übrigens, Mario, du kannst auch einfach hier irgendwelche Leute umbringen. Da kriegst du auch immer flüchtige Magie von, sehe ich gerade. Jeweils 5 Stück pro gekilltes Vieh. Was soll ich? Verlässlich 5, oder? Nee, gerade waren es 5, jetzt waren es 4. Okay. Und achso, ihr seid jetzt gerade dabei, den Gorik zu suchen, ne? Ja, genau. So, gut. Ich hab gerade gedacht, dass Grauen immer noch hinterherhängt. Nee. Aber ich finde da keinen Weg drauf auf diesen blöden Berg. Ach, das wird gar kein Problem sein. Sag ich jetzt. Wo soll er denn sein? Ganz oben? Ja. Ach du Scheiße. Okay, oh, das wird lustig. Also ich bin immerhin schon höher als du. Boah, davon hier auch, es geht auch nicht weit. Mist. Da war es, dahin mit meinem Vorsprung. Ah, hier ist ein Sandportal. Eventuell ein bisschen Glück. Wo ist denn der gerade? Ja, das Sandportal ist es. Heiße. Ja gut, das hätte sowieso nicht geklappt aus der Entfernung. Ich habe gerade gedacht, ich könnte mich mit dem Tornado hochhiefen lassen, aber der wäre nie mal in der Nähe von euch, wo ihr gerade seid. Ich habe übrigens ein richtig geiles Thumbnail fertiggestellt für den nächsten. Scheiße, wie soll man da hin? Für das nächste Kapitel. Du kannst über das Sandportal, was da ist, hochkommen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Ja, das geht auch anders. Muss ich noch ein bisschen warten. Und ein Intro habe ich auch, das ist richtig cool. Ich feiere das. So. Ist doch leicht. Ich weiß nicht, warum ich das so kompliziert. Hä? Wie bist du da jetzt hochgekommen? Das habe ich gerade für 5 Minuten oder 5 Minuten lang versucht. Es gibt eine einfache Methode. Ja, ich habe auch versucht, auf diesen Sockel hier zu hüpfen. Ja, das Band des Glaubens. Wie bist du da hochgekommen? Das Band des Glaubens. Hochspringen mit dem Jumper und dann sofort Band des Glaubens drücken. Ach so, ja, okay. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Gut, ich spreche mal mit ihm. Spielt schon mal vor? Nö. Er spielt schon mal vor, er geht schon weg. Sag schon tschüss. Achso, du hast ihn einfach. Ich bin nur über den Ding. Genau. Tja, leider ist für diese Folge schon die Luft aus. Danke fürs Zusehen.